Hier hin. So, dann sag mal, ist hier noch was? Nee, sieht nicht so aus, aber wir haben den Könnerpunkt hier vorne noch. Tada! Okay, hier haben wir alles, dann fehlt uns nur noch hier was. So, dann sag mir mal, Sparks, wo fehlt uns denn was? Wie viel ist das? Achso, wir haben ja sowieso eine ungerade Zahl, ich gucke erst gar nicht nach. Da. Ich gehe mal hier lang. Falls das doch hier oben ist. Das ist doch der Geier da. Ja, das ist der Geier. Dieser eine Geier. Na gut. Wo ist er denn? Da. Ach komm. Ja, gut. Wäre dieses Level auch zu 100% abgehakt. Das bedeutet, wir können jetzt den Boss besiegen. Dann kommen wir nochmal... Nee, kommen wir nicht zurück. Sondern wir machen erst das Bentley-Level. Und dann kommen wir zurück. Weil sonst müssen wir hin, zurück, hin, zurück. Und das wäre ja voll nicht gut. Erstmal strecken, ey. Also mal schön. Ich kann auch 7 Stunden, 7 Minuten aufnehmen. Schöne Zeit. Lass uns zum Kreisel gehen. Ja. Ups. Gesundheit. Warum heißt dieses Ding eigentlich Kreisel? Das sieht schön aus. Also schöner als im Original. Abendsee. Ein kleiner Schritt für eine... Eine Drachen? Kann man irgendwas machen? Nö. Hey, darf man leider nichts machen. Du dummes, unfähiges, nutzloses Ding! Ich gebe dir eine einfache Aufgabe und du versagst. Auf Kinder kann man sich einfach nicht verlassen. Aber... Vergiss die ganze Sache. Ich kümmere mich darum. So viel Ärger wegen dieser Eier. Ohne Drachen schwindet die Magie in dieser Welt dahin. Ohne Magie sterbe ich. Und damit stirbt auch deine Chance, eine Zauberin zu werden. Sieh zu, wie eine echte Zauberin ihre Gegner besiegt. Befreit mich aus diesem Käfig, ihr fiesen Schurken. Willst du Drache zum Mittagessen? Wenn ich meine Keule hätte, wärt ihr alle dran. Der hat voll die dicke Brust. So, bin ich mal gespannt auf diesen Gegner. Meine taktischen Instinkte sagten mir, dass die Zauberin dich hier angreifen würde, also bin ich hergeflogen. Meine Raketenwerfer scheinen ihr nichts anzuhaben, aber ich kann für dich Munition abwerfen. Jetzt kämpf für die gerechte Sache. Ja, machen wir. So. Die Musik hier mochte ich nicht.
Aber das ist auch die Musik von der Zauberin, oder nicht? Oh, muss ich das spucken, oder? Darf ich nur einmal damit schießen? Nein, das ist meins. Oh, meine Nase. Sie juckt. Meins! Arschloch. Oh. Das kriegen wir schon hin. Ich muss mich ja erstmal dran gewöhnen hier. Aber die Musik ist gut. Die ist so rockiger, gitarrenlastiger. Gefällt mir. Oh, der war daneben. Aufs Maul. Nicht kaputt machen. Haha, ausgewichen. Okay, jetzt fängt er mit seinem komischen "Ich mach den Boden kaputt" Zeug an. Das meins, das meins, das meins. 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 Ach du Doofkopf. Aufs Maul. Achso, der macht dann so ein Feuerspeiding. Achso. Na gut. Diesmal sind wir elegant ausgewichen. Oh, da nicht so. Wir können ihn aber auch nur einmal treffen. Das ist ein bisschen schade. Ein Hühnchen! Meins! Was ist das? Okay. Aber auch nur einmal, ne? Noch ein Hühnchen. Oh, das war's schon. Kein Drache zum Essen. Monique. Das ist aber eine komische Monique. Wunderbärchen. Dann sind wir jetzt in der Abendseewelt. Natürlich holen wir da erstmal alle Edelsteine. Und dann befreien wir Bentley und dann machen wir den anderen Kram. Wie dieses komische Steuerrad oder was das da ist, so unrund läuft, ne? Hier bin ich mal drauf gespannt, wie der aussieht. Hör zu, Drache. Spyro, das ist ernst. Die Zauberin will dich in die Falle locken. Und wenn es ihr gelingt, glaub mir, du willst nicht wissen, was sie tun wird. Ich verspreche, mich gut um den Rest der Eier zu kümmern. Ernsthaft, nimm Jäger und geh nach Hause, bevor... Ich kann es gar nicht aussprechen. Geh einfach. Nö. Ich will Reichtum. Also sammle ich Edelsteine. Musik ist schon anders. Aber sie gefällt mir sehr gut. Wir machen erstmal über Wasser alles. Und dann begeben wir uns unter Wasser. Hier muss man jetzt ein bisschen schneller sein, ne? Dieses Power-Up kann dich für kurze Zeit unbesiegbar machen. Nutze es, um an den Feuerspuckern vorbeizukommen. Danach wirst du ein Ei finden. Das sehe ich von hier aus sogar. Gut, da unten haben wir alles. Dann würde ich sagen...
Hauen wir einfach mal rein. Ja, das war ja easy. Stuart. So. Haben wir das hier noch? Dann können wir nach oben. Dann sind wir auch schon fast wieder hier durch. Ey, das geht so schnell. Naja, so richtig durch nicht, aber halt oben rum schon mal, ne? Haben wir dann das nächste Ei. Genau. Ted. Da kommen wir, glaube ich, besser von der Leiter hier hin. Wo ist denn die Leiter? Da. Da oben ist doch, glaube ich... Ne, hier ist irgendwas anderes. Wenn man von unten reinschwimmt, da ist der, glaube ich, oder? Ja, hier ist das Sparks-Level, genau. Das können wir aber eh noch nicht machen. Ich bin mal auf den komischen Wal gespannt. So. Hannah, oder Hannah... Ja. Gut, dann können wir ja jetzt unter Wasser und hier mal gucken, ob wir alles finden. Also finden tun wir sowieso alles, aber halt auf Anhieb. Dum, dum, dum. Der Frostaltar. So ein wundervolles Level. Da brauchen wir aber auch ein Bentley für. Leider. Da haben wir nämlich eine wundervolle Aufgabe. Beziehungsweise einen wundervollen Könnerpunkt. Aber ich hoffe einfach mal, dass sich dieses Minispiel dem Rest angepasst hat und einfach einfacher ist. Und dass wir damit nicht so viele Probleme haben werden. Hier gibt es so viele Eier, ne? So. Wer bist du denn? Stewie! Erstmal schön ertrinken. Düpp, düpp. Der hat eine Badehose an. Ist ja lustig. Okay. Ah, hier ist die verlorene Flotte. Okay. Wir machen erstmal hier unten und dann lassen wir uns von dem guten mal fressen. Der war jetzt so groß. Uäh. Also der ist schon groß im Gegensatz. Aber vielleicht ist das dann auch echte Größe da drin, ne? Weiß ja nicht. Da ist sie. Die habe ich gesucht, die Brücke hier. So, normalerweise. Da ist noch was. Müssen es eigentlich hier die letzten Edelsteine sein? Nee. Ah, da hinten ist noch was. Dann sehe ich doch. Zack, zack. Da vorne. Na, vielleicht in diesem Durchgang. Hier. Nee. Da. Achso, wir waren da noch gar nicht. Sind ja noch gar nicht hier lang. Ha! Hier ist ja noch einiges an Edelsteinen. Ganz vergessen. Aber wir haben immer noch nicht alles. Aber wenn wir gerade mal hier sind, dann tun wir den mal befreien.
Die Zauberin hat hier einen echten Schatz. Es waren 2 Dutzend Rhinoxe nötig, um diesen dümmlichen Fellball einzufangen. Also kannst du sicher sein, dass er nicht billig rauskommt. Also ich sag mal so vom Aussehen an sich ist er mir schon um einiges sympathischer als im Original. Wenn er sich auch nicht so bescheuert steuern lässt und schneller ist, könnte er vielleicht noch besser als Agent 9 werden. Woher hast du all das Geld, Spyro? Es liegt nicht einfach auf dem Boden rum, oder? Oder doch? Ach, egal. Jetzt ist es meins. Ja, ja. Ja, der erste belebende Atem der Freiheit. Mit der Demut eines verwundeten Sperlings verneige ich mich vor meinem edlen Befreier. Nichts zu danken, Kumpel. Ja, schließlich habe ich dich rausgelassen. Oh, du dreister, gieriger, doppelzüngiger, diebischer Bär. Moment mal. Noch einmal mehr? Mindestens. Bitte erweise mir die besondere Ehre, mich in der nächsten Zeit einmal zu besuchen. Ja, sicher. Okay. Dann werden wir uns jetzt auf den letzten Edelstein Suche machen. Den Edelstein Suche vor allem. Oder ist er in dem... Ah, hier ist auch noch was. 2? Da war da mal mehr als 2. Wie zählt das? Da ist noch was. Guck mal einer an. Ah, jetzt haben wir alle. So, dicker kleiner Wal. Mach mal deinen Mund auf. Eine Lampe ist hier drin, auch nicht schlecht. Was ist das? Eine Kiste. Das ist alles voll mit so... Wie nennt sich das eigentlich? Das sind ja keine Muscheln. Korallen? Nee. Das ist halt auch so Zeug, was am Schiff irgendwie so dran ist. Also unter der Wasserlinie. Okay, der rülpst uns aus, der andere hat uns, glaube ich, ausgenießt. Alles klar. Gut, dann geht's jetzt ab zu Bentley. Ungerne eigentlich, aber tja, was macht man nicht für die Freunde, ne? Ich helfe dir gern, Spyro. Aber meine erste Sorge gilt meinem kleinen Bruder. Ich fürchte, er könnte in Schwierigkeiten geraten sein. Wo hat er hingeguckt? Hm. Oh. Es wäre echt cool, wenn du den Felsbrocken zerschmetterst. Hau einfach mal zackig drauf. Das ist komisch. Aber es sieht wenigstens so aus, als ob es sich anstrengen würde beim Laufen. Oh, das ist aber nicht ganz so richtig hier. Ich helfe dir mal, Kleiner. Oh, okay. Mit deinem Wirbelmove den Schneeball auf den Gong lenkst, stürzt bestimmt die Decke ein. Hm.
Wundervoll. Wundervoll. Ein Ei. Der Brian. Ach, jetzt sind wir schon hier bei den Ollen. Wie schon. Wunderbar. Das läuft hier alles wie geschmiert. Hier müsste, glaube ich, jetzt der Gegner draufstehen. Nee, doch nicht. Aber irgendwo stand hier ein Gegner drauf. Da. Ja, auch irgendwie besser. Okay, also das ist... macht mehr Spaß als im Original auf jeden Fall. Aber das ist auch, glaube ich, nicht schwer hinzukriegen. Vor allem sieht seine Keule auch so mega geil aus, ne? Können wir bestimmt eine Lawine auslösen. Toll. Lustige Lawine. Keiner Punkt. Und das nächste Ei. Charlie. Michael Jackson, der Kleine. Aber mir gefallen diese Kisten hier so. Aufs Maul! Alle kriegen hier aufs Maul. Jeder, der mir hier im Weg steht. Wir holen jetzt uns die hier hinten noch die letzten paar Edelsteinchen, beziehungsweise vorne sind auch noch, glaube ich, welche bei dem, da wo der wohnt. Stirb! So. Ja gut, das ging ja super. Hätte ich mich gar nicht so beschweren zu brauchen. Was hat er da gerade rumgedrückt? Sind das die restlichen Edelsteine? Totemzerstörung. Danke, Bro. Hier hast du was Kleines für deine Steinsammlung. Er hat ein Handy, alles klar. Der Erik. 3 von 3. Gut, dann können wir jetzt wieder ab nach Hause. Yay. Mein Getränk ist jetzt auch leer. Wunderbar. Nicht. Und ich muss mich schon wieder strecken. Eieiei. So.
dann geht es jetzt ab zurück in die Gartenstadt. Die Rakete sieht natürlich auch sehr geil aus, ne? So, wir sind hier zurück in Gartenstadt. So, wo wollten wir denn jetzt hin? Wo war das denn? Ach genau. Wir wollten zu den Bambus. Zur Bambusterrasse. Denn da gibt's ja noch das lustige Level mit Bentley. Ah. Gut. Wo war das? Also genau, das war hinten am Ende. So. Ah, was für ein schöner Tag für einen Spaziergang. Ich wollte gerade zu meinem Lieblingshügel. Zu deinem Lieblingshügel? Ja gut, dann gehen wir mal zu deinem Lieblingshügel. Sie sind mit einem eisigen Hügel hochgerannt. Du, 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 du. Es wäre ganz cool, wenn wir dann zurückteleportiert werden würden, aber das passiert eh nicht. Was ist das? Kann man das... Nee. Kann man auch nicht kaputt machen. Ja gut, dann lassen wir das halt.